Leute, Keule am Start, hier wieder am 20er unterwegs. Wir wollen heute mal schauen, was die alle so machen. Dementsprechend habe ich hier bei 193 mal drei Grundrouten ausgeschmissen mit Fischfetzen allesamt, um mal zu gucken, was denn die Aale heute Nacht so machen. Am Tag habe ich schon gegenüber gestanden und habe Brassen geangelt. Einen mittelmäßigen Fang gehabt, nämlich hier schwerste 1,8 Kilo und dann runter bis 1 Kilo, also 3/4 davon gehen also in die Fischfetzenproduktion. Und als ich am Morgen hier stand, habe ich gesehen, dass in den Morgenstunden hier noch etliche Aale gefangen wurden, da habe ich mir gedacht, dann guckst du nochmal. Und so sind wir jetzt hier. Und wollen mal schauen, was die Aale hier so bringen. So, ich sehe gerade, wir haben die Energieanzeige ziemlich niedrig. Zack. Und kriegen noch einen Tee drauf. Jo. Teechen oben drauf. Und dann wollen wir mal gucken, was hier so kommt. Denke, wir könnten den ein oder anderen Aal erwischen. Deswegen wollen wir mal schauen, natürlich abwarten. Die Folge könnte natürlich ein bisschen länger werden, weil wir nämlich bis in die Morgenstunden hier stehen. Und ich wollte das Video nicht unterbrechen oder sogar zwei Videos rausmachen. Das kann man natürlich auch, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Dementsprechend gucken wir mal, was hier so schon kommt. Erster Biss. Da kommt die Quappe, wenn ich es richtig sehe. 952 Gramm. Der könnte auch noch ein bisschen wachsen. Aber er gibt einen guten Fischfetzen. Von daher nehmen wir ihn mal mit. So. Köder könnt ihr natürlich auch den Tauwurm benutzen oder mit den Rekorden habe ich gesehen. Hier sind schon der erste Aal im Chat hier, 2,454 Kilo. Das ist schon mal ein richtig geiles Ding. Genauso was wollen wir haben. Ihr könnt sich überlegen, was wollte ich denn erzählen? Also wie gesagt, Köder, Tauwurm, Fischfetzen gehen auch gut. Mistwurm wurde sogar einer gefangen, der aktuell in den wöchentlichen steht. Auf normalen Wurm kann es auch funktionieren. Einfach mal durchtesten, wie es gerade läuft. Köderfische auch funktionieren. Sollen schon einige mit Spinnfischen Aale gefangen haben, habe ich so allerdings noch nicht festgestellt. Und in den Rekorden war glaube ich auch noch keiner drin. Von daher bezweifle ich das noch ein bisschen. Aber jetzt mal abwarten, was hier so geht. Ich hoffe, wir fangen zumindest ein oder zwei oder drei oder vielleicht auch zehn. Nein. Also realistisch sind zwei bis fünf vielleicht, wenn es gut läuft. Jetzt ändert sich auch noch das Wetter. Jetzt haben wir Sonne, Temperatur steigen massivst. Vorher hatten wir bewölkt und bis hin zum starken Regen. In der vergangenen Nacht auch. Also, puh. Die Bedingungen ändern sich gerade massiv. Oh, das war meine Jacke. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und wie sich das auf das Beißverhalten auswirkt. Aber ich habe mir vorgenommen, jede Woche einmal hier vorbeizuschauen und mal zu gucken, wie aktuell die Lage ist, im Bissverhalten und so weiter. Weil Aale lohnen sich immer und ich möchte euch natürlich auch diesbezüglich gute Infos liefern. Im Chat der nächste Aal, 1,669 Kilo. Das ist natürlich auch schon eine Granate. Kommt zwar an den 2,5er nicht ran, aber hört sich schon ganz gut an.
hätte immer gerne wieder ein Trophy-Aal. Ist schon eine Zeit lang her. Eine Zeit lang ist cool. Das ist bestimmt ein halbes Jahr her, als ich den ersten und einzigen Trophy-Aal geangelt habe. Damals noch auf Pose an der alten Festung. So, dann haben wir nämlich auch schon 21 Uhr, gleich wird es dunkel. Temperaturen fallen jetzt direkt auch wieder. Die besten Aale beißen meist in den Morgenstunden, teilweise sogar bis 10 Uhr. Ich sag mal so, bis 6 ist die Bissfrequenz, kann die Bissfrequenz relativ hoch sein. Irgendwie hatte ich gerade im Gefühl, dass es an der dritten Route gerade beißt, aber kann nur so. Wackelt ein bisschen. Das machen sie, glaube ich, alle. Das täuscht gerade vom Blickwinkel her. Ja, also bis 6 Uhr morgens kann man relativ hohe Bissfrequenz haben. Und dann, ich sag mal so, bis 10, 11, 12 Uhr können die tatsächlich noch beißen. Aber aus Erfahrung muss ich sagen, die Fische, die Aale, die nach 6 Uhr beißen, sind meist sogar die größeren. Hervorragend, ich sehe gerade, ich habe hier nichts mehr zu trinken. Nach der Aufnahme muss ich dann erstmal los, was zu trinken besorgen. Dreimal ausgeschlitzt. Ich habe zum Glück, ich habe viele Sachen im Chat ausgestellt. Ich hoffe, damit den Chat ein bisschen zu reduzieren, weil mich interessiert es nicht wirklich, wenn andere Ausschlitzer haben oder keine Ahnung. Über Schnurrbruch zeigt er ja auch an. Rapfen fängt man hier auch. Können wir demnächst auch mal wieder testen, dass wir hier mit dem Boot rausfahren und dann mal mit Spinnfischen tatsächlich versuchen, hier den Rapfen zu angeln. Normal geht er hier ganz gut. Ich glaube 110, 110 ist hier die Position. Das ist hier gegenüberliegend an der Insel direkt. Und dann wirft man hier so quer rüber aufs Schilf zu. Das könnte natürlich auch noch mal funktionieren. Könnte man mal ausprobieren. So, ich bin mal dafür, dass wir eine Route reinholen und mal auf Tauwurm umstellen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich wette mit euch. Er liegt so bescheiden. Ich hätte ihn gerne ein bisschen weiter nach links. Oh Gott, ich habe die Bremse. Die Bremse wollte ich gleich wohl die Einholgeschwindigkeit erhöhen. Die R-Taste nicht richtig erwischt. Wir schauen wieder, welche mit dem Boot zu stehen, Zander zu fangen. Oh, jetzt genau. Barsche. Brasse. Die gehen ja sowieso immer ganz gut. Zwischendurch mal eine Nase oder so dazwischen. Kann man ganz gut fangen. So, wir können nochmal. Oh, es beißt. Es beißt, kaum zu glauben. Relativ kleiner Fisch auf Fischfetzen. Ist länglich und. Ist eine Schläfergrund. Okay. So ein Fisch, wo ich jetzt gar nicht mit gerechnet hätte, aber gut, 187 Gramm. Die steht dann auch schon mal im Chat. Den Trophial, den würden wir gerne noch mal erwischen. Irgendwann ist es soweit.
So. Das war mein Handy. So, was war das denn auf der 2? Da hat es nochmal gezuckt. Ich glaube, die 3 geht gerade ab. Und diese abgeht. Oh Mann, das sieht nach. Ja, nicht ganz so groß, aber ich hätte jetzt gesagt, dass das eine Quappe oder sowas ist. Oder ein Wels. Ja, von der Bewegung her ein Wels eher. Was ist das denn? Ein Brasse? Okay, 1,8 Kilo. Oh, nehmen wir mit, ne? Den nehmen wir mit. So. So, dann warten wir noch weiter ab. Chat ist gerade auch ruhig, ne? Kein Aal dazwischen. Aber schöne Brassen, du. Mann, oh Mann, 4,7, 4,3, 4,6, 3,7. Respekt und Anerkennung, top. Also viel jetzt über 2 Kilo, natürlich deutlich. Gut, unter 2 Kilo tauchen ja auch nicht im Chat auf. Und die Zahl ist doch schon ganz ordentlich. Wie viel haben wir denn hier? Ja, gut. 98 Spieler am Spot. Das ist natürlich schon ganz krass. Oh, hier, der Pantoffel mit dem Wochenrekord Silberkerpfen. Der streamt doch gerade. Zwischenzeitlich mal reingeschaut. Der jagt den Trophy-Stör. Da sind wir noch ein bisschen von ab. Wir können wohl mal den Stör jagen, aber ich hoffe dann auf kleine Exemplare, weil Trophy-Störe werden wir nicht rausbekommen. Die ziehen uns die Route wahrscheinlich leer. Ja, nochmal Quappe 4,4 Kilo bringt auch schon ganz gut Geld. Aber wir können uns nicht beschweren. Also vom Chat her muss ich sagen, gefällt mir das schon ganz gut. Wir werden aber gleich noch ein bisschen jonglieren müssen, was den Spot angeht. Hier nochmal ein schöner Aal, 1,3 Kilo. Brasse 5,11 Kilo. Richtig nice. Das ist definitiv ein Trophy. Feines Ding. Der ist richtig schön. Also man fängt hier noch einige Trophys und auch die, denke mal, die Bissfrequenz dürfte bei Nacht auf Brasse gar nicht mal so schlecht sein. So, hier bei uns hier auf Tauwurm. Können wir uns auch nicht beschweren. Hier ist schon der nächste auf Tauwurm. So, ich hoffe auf was Längliches. Ist aber was Breites, nämlich eine Quappe mit 705. Wann ist die Brasse eigentlich Trophy? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte mal eine Liste irgendwo. Habe ich die gespeichert? Ich weiß das gar nicht. Irgendjemand hatte die mal rumgeschickt. Und zu dem Schauen, wo ich die hingepackt habe. Meine. Hier ist sie nicht. Da wird sie auch nicht sein. Unter Downloads vielleicht. Downloads. So, wir haben schon 12:30 nachts. Oh. Da haben wir was gemacht, was wir nicht machen wollen. So, die 2 holen wir mal im rein, die laufen zu weit rechts. Die wollen wir noch ein bisschen weiter in die Mitte hauen. Ich bin dafür, dass wir auch noch Tauwurm dran machen. Und dann haben wir eine.
So, Straße hin bis an die. Bis ans Spiegelbild des Kraftwerks, soll ich meinen? Ich wollte gerade sagen, die 1 bewegt sich doch. Tut's auch. Mit dem Wels wahrscheinlich. Den wir mal eben rauspumpen werden. Mittelmäßig groß. Da ist auch schon 6 Kilo Wels. Das ist schon eine Nummer. Oh, hier die nächsten Aale im Chat. 1,3, 1,4 Kilo. Top, top. GZ. Wunderbar. So wollen wir das sehen. So, in der Zwischenzeit gucke ich hier nochmal weiter, ob ich hier eine editierbare Datei finde, die irgendwas mit Russian Phishing zu tun hat. Ja, vier. Das sieht nicht danach aus. Hier habe ich es auch nicht eingepackt. Hier auch nicht. Das gibt es nicht. Kann nicht wahr sein. Wo ist die denn gepackt? Tja. Irgendwo werde ich sie wohl wiederfinden. Wahrscheinlich da, wo ich sie nicht vermute. Ja, schade. Ich dachte, ich könnte euch das mal eben zeigen. Habe ich das eben eingeblendet. So. Was sagen die Aale? So, da gab es GZ, 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 GZ. Wir fangen 1,7 Kilo Aal. Ach so, Level 26. So, wir fangen. Oh, so groß ist das Vieh gar nicht. Was ist denn das? Jo, ne Quappe. Ah, jetzt noch ein Bild von. Für die Sammlung. Irgendwas hat hier noch gebümmelt. Ja, 1,44 Kilo Quappe steht sogar schon im Chat. Zwei bimmelt. Aber nicht berechtigterweise. So, die Aale lassen uns ganz schön in Ruhe. Da kann ich das Ganze. So, jetzt zieht die zwei tatsächlich ab. Haben wir da noch eine Quappe? 909 Gramm. Ah, hier scheinen viele zu stehen, die auf Aal versuchen zu angeln und dann die Quappen hier rausziehen. Das ist halt so. Aber macht ja nichts raus. Die Quappen geben ganz gut Geld. Zumindest wenn sie ein bisschen größer sind. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie wir sehen, ist natürlich zack, zack, Quappe, Quappe, Quappe. Selbst der Wels, der gibt richtig Kohle. Die ganzen Brassen. Die bringen aber kein Geld. Also ich werde die, also alles, was Brasse ist und unter 1,5 Kilo, verarbeite ich grundsätzlich zu Fischfetzen. Das wird den kleineren Quappen auch passieren. So dass ich meinen Vorrat an Fischfetzen nochmal wieder ein bisschen aufstocken werde. Weil nach und nach schrumpft der natürlich auch. Gerade wo ich jetzt zwischenzeitlich am Köderfisch-Skillen bin, hilft mir das natürlich gewaltig, wenn ich hier dann mal zwischenzeitlich ein paar Fische fange, die dann auch zu Fischfetzen verarbeitet werden können, weil gegebenenfalls helfen mir die Fischfetzen ja auch. Aktuell habe ich ja hier Köderbeschaffung bei
66,3%. Als nächstes schalten wir die Köcherfliegenlarve frei. Dann bei 75 den Tauwurm. Und dann sind wir schon am Blutegel angelangt. Dann werden die Köder echt wirklich interessant. Das sind nämlich die Köder, die wir dann wahrscheinlich auch in der Sura benötigen. Da freue ich mich schon drauf. So langsam dürften dann auch wieder ein paar Fische kommen. Obwohl wir so schlecht hier gar nicht gefangen haben. Wir haben ja hier, ich sag mal, sieht ja hier mit der Quappe hier gestartet. Und haben jetzt vier Quappen, ein Wels, eine Brasse und eine Schläfergrundel. Da müssen wir auf jeden Fall nachher einmal im Dorf vorbeischauen, um mal zu gucken, was aktuell für Aufträge drin sind. Da lässt sich mit Sicherheit der ein oder andere Euro, beziehungsweise der ein oder andere Silber verdienen. Aber im Chat nur Brasse, 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 Quappe, Brasse. Und dann nochmal ein Aal. 1,3 Kilo. Also so klein sind die alle gar nicht. Also es lohnt sich wieder, sich hier hinzustellen. Bei mir kann es sein, dass ich das Vorfach zu groß gewählt habe. Ich habe hier das 11 Kilo Fluorcarbon noch drauf. Selbst auf Brassen würde ich empfehlen, das 6 Kilo Fluorcarbon zu benutzen. Da gehen die Brassen doch eine Nummer besser. So Leute, so langsam könnte das auch wieder einen Biss geben. Später haben wir es, 3:35 Uhr, ja so ab 4 Uhr ist eigentlich wieder normale und ganz gute Bissfrequenz. Gerade bis um 10 Uhr oder so beißt das eigentlich immer ganz gut. Ob es dann der Aal ist, da kann man natürlich nicht so drauf setzen. So, langsam wird es aber langweilig. Ah, da kamen aber die nächsten Aale im Chat, habe ich gar nicht gesehen. Doch, oh, 3,9 Kilo Aal, Leute. Das ist mal ein richtiges Kaliber. Und da auch nochmal 3 Kilo. Und wir haben den Biss auf der 2. Hätten wir fast verpennt, war ein schöner Fallbiss. War echt gerade schwierig zu sehen. Zum Glück habe ich ein bisschen aufgepasst. Wenn man dann mal auf den Chat guckt, kann man das auch ganz schnell übersehen. Ist aber allerdings die Brasse. Ich werde nachher hier, glaube ich, nochmal das Futter wechseln und hier nochmal auf Brassen weiter angeln. Anscheinend scheinen die ganz gut zu gehen hier. So, auf der 3 der nächste Biss. Da haben wir noch mal Quappe. So, da fragt einer, wo steht ihr für Aal? Mal gucken, was wir dumme antworten, dann mal gleich wieder kommen. Oh, nee. Tatsächlich einer, der tatsächlich sagt, wo er steht. Oh ja, 5 Kilo Quappe gefangen. Auch nicht schlecht. Was ist denn heute los? Ganz normale Antworten ohne einen dummen Spruch. Das ist aber in letzter Zeit selten. Meistens die, in die dummen Sprüche raushauen, die ersten, die was im Chat schreiben. Oh ja, 5 Kilo Rapfen. Auch nicht schlecht.
108, 192. Ja, das ist ein bisschen weiter rechts. Da habe ich auch schon mal ein paar Aale gefangen, das stimmt. So, wie spät haben wir es? 4.55 Uhr und da haben wir den nächsten Biss. Und wir fangen tatsächlich den Aal. Da ist er. Ein Kilo. Aber immerhin Ziel erfüllt. Zielfisch wurde gefangen. Ich hatte schon gar nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir wollen ja eben ein paar Minuten hier stehen bleiben. Vielleicht fangen wir noch ein, bevor wir zu früh gehen. Ihr wisst ja wieder das, kaum ist die Aufnahme beendet, fängt man die dicken Fische. Da geht es bei der 2 gleich weiter. Was haben wir denn da? Da haben wir nochmal eine Brasse. Wir werden hier echt gleich mal mit. Wir bleiben hier auf jeden Fall und stehen und gehen mal auf Brassen. Aber ich muss nochmal los, mir die Fluorcarbon-Vorfächer in 6, irgendwas Kilo besorgen. Ich habe jetzt die 11 Kilo drauf, die werden mit Sicherheit zu groß sein und doch einige Brassen verscheuchen. So, es wird schon wieder ruhiger. Quappen sind immer noch am Start. Aber alle im Chat eigentlich so nicht, ne? Letzter 1,5 Kilo. 3,9, das ist natürlich ein Brummer, ne? Und 3,0. Genau die wollen wir eigentlich haben. Ich weiß gar nicht, wann der Aal eigentlich Trophy ist. Wir haben ja damals 5, irgendwas Kilo gefangen. Der war aber schon deutlich im Trophy-Bereich drin. Die Rekorde gehen jetzt über 7 Kilo. Aber hier sieht es sehr ruhig aus in diesem Moment und ich denke mal auch, dass die Zeit der Aale so langsam vorbei ist, bevor wir hier noch stundenlang stehen und darauf hoffen, dass einer beißt, sage ich. Besten Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Die Aale sind auf jeden Fall hier. Ihr müsst es nur versuchen. Wie ihr im Chat gesehen habt, hier beißen eine richtig große sogar aktuell. Von daher einfach ausprobieren, die Angel auswerfen. Und einfach mal testen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Ich freue mich über jeden Daumen, den ich sehe. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann die Brassen an dieser Stelle fangen. Ich werde nämlich gleich umswitchen und noch ein Video in Folge aufnehmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Keule.